Prost, Jürgen. Prost. Schön, dass du da bist. Du bist ein Spätberufener, kann man das so sagen? Die Story fing an, als ich so 13, 14 war. Wir sind gleich, ich muss ja uns gleich ruhig erzählen. Es war so, dass ich mich dann ja natürlich schon für Frauen langsam interessierte und den Otto-Katalog immer so durchgeblättert habe. Besonders die Seiten, wo dann die leicht bekleideten, ich sag mal, diese Bikini-Moden so präsentiert wurden. Weißt du, als wir klein waren, gab es noch kein Internet. Ja, und es ist auch wirklich kein Witz, den ich mir jetzt ausdenke. Oder so, das ist wirklich so. Und, mein Vater, okay, geht das jetzt ja auch nicht mit, der hatte dann manchmal schon Zeitschriften, wo dann auch noch ein bisschen weniger bekleidete Damen waren. Und die habe ich dann manchmal gesucht. Und, aber beim Suchen unter seinem Bett, jetzt kein Witz, habe ich eine E-Gitarre gefunden. Bin ich froh, dass die Geschichte in die Richtung geht. Und von daher gesehen waren dann erstmal Otto-Kataloge witzlos für mich. Irgendwie dann dachte ich so, jetzt musst du eine Band aufmachen. Und dann habe ich wirklich mit 13, 14 so eine Band aufgemacht mit so zwei Nachbarjungen, zwei Freunden von mir, ein Schlagzeug und einer mit so einer Wandergitarre. Das habe ich dann aber nur 2 Jahre gemacht. Dann ging Job los und da wurde bei mir immer heftiger. Ich habe dann mit 23 Jahren auch ein Haus gekauft und ohne Geld, damals ging das noch. Einfach noch vor Kredite gekriegt, irgendwie. Meine Erzählung aus dem Kredit. Und das war dann so, dass, wie gesagt, Musik dann erstmal viele Jahre, Jahrzehnte für mich dann überhaupt kein Thema mehr war. Ich habe dann auch beruflich ganz gut Karriere gemacht. Und dann vor ein paar Jahren fing mal ein Arbeitskollege an, der auch Musik macht. Mensch, hast du mal gesagt, du hast auch mal Gitarre gespielt? Ich sage, ja, das ist ja aber schon 25 Jahre zurück oder so. Und aber dann sagt er, ja, da und da ist eine tolle Gitarre im Laden. Und guck dir die doch mal an, ja, und die gefiel mir auch, das war jetzt nicht dieser hier, sondern eine andere. Und die habe ich dann auch sofort gekauft. Kostete 1700 Schleifen. Mark. Sehr, ja, ne? Und dann kam ich nach Hause und dann, das war noch nicht, glaube ich, so die Zeit, wo ich dann diesen Song geschrieben habe. Kurze Zeit später, irgendwann habe ich dann tatsächlich diesen Song irgendwann geschrieben, das war einer meiner ersten. Dann. Und dann ging es eigentlich darum, dass ich mich auch trenne. Und meine damalige Frau, die hat auch gefragt, boah, was hat die denn gekostet? Ja, ich sag so 500. Was, so teuer? Nee, und okay, das war dann nicht der Grund, ne? Aber es war dann tatsächlich so, dass ich dann so Weihnachten mal so Weihnachtslieder oder sowas gemacht habe und mich wieder ein bisschen mehr da reingezogen habe und jetzt habe ich nicht mehr so einen anstrengenden Job und jetzt kann ich mich ein bisschen mehr darum kümmern und jetzt, wie gesagt, so seit den letzten anderthalb, 2 Jahren mache ich mehr und seit knapp einem Jahr auch mit zwei Freunden wieder. Wir haben so eine kleine Band, haben wir da jetzt, so ein Trio. Ja, und das macht mir Spaß. Ich kann jetzt meine eigenen Lieder wieder schreiben und ich schreibe nicht nur so traurige Lieder. Ich habe jetzt auch gerade noch eins geschrieben, was so die Fortsetzung davon ist. Das ist dann also so ein richtig fröhliches Lied über das Ende einer langen Beziehung. Fröhliches Lied über das Ende einer langen Beziehung. Ja, und dann, das kannst du dann beim nächsten Mal vielleicht. Okay, das spiele ich dann beim nächsten Mal. Finde ich spannend. Wie ist das? Also frage ich mich sowieso, wenn man dann da sitzt, hofft man bloß nicht als Erster, bloß nicht als Letzter und dann sind die ersten vier gezogen und dann denkt man sich, gut, wenigstens nicht oder so. Wie hoch ist so ein Aufregungslevel bei dir an so einem Abend? Okay, der ist schon recht hoch, aber letztendlich ist es egal. Ne? Man denkt hauptsächlich oft, du vergisst deinen Text nicht. Ne? Das ist eigentlich so das Wichtigste. Irgendwie. Und es kommt einigermaßen entspannt rüber. Ne? Das ist dann halt so das, was man so denkt. Und dir reißt keine Seite und es geht nicht um Penis. Ja, okay. Also, ja gut, dann hat sie dann gehalten, das ist ja super, aber mir nicht leih meine Gitarre drauf. Ja, so. Und dann reißt sie dann irgendwann bei mir oder so. Nee, nein, das war okay. Alles gut. Vielen, vielen Dank, schön, dass du da bist. Ja. Großer Applaus für dich.